dritte Map hier, Denial Esports gegen Infaculty. Mit bei mir dabei noch der Struxi von TCM. IP habe ich dir geschickt, bist du drauf? Ja, ich bin schon da. Sehr schön. So, Infaculty darf CT, T starten. Oder muss. So, mal gucken, ob sie einen anderen Weg als B kennen. Mittlerweile. Zwei Fallöcher, der Rest Mitte. Contacten relativ zügig in Mitte hoch. Smoke in die Action. Gibt wohl ein B-Split. Oh, Flosig. Schön, macht nur einen. Oh, jetzt muss aber der Flock im Hundegang fallen. Der sieht gut aus. Sehr schön. Und Mantis kommt hinterher. Das. Boah, sie wollen sie sich. Jetzt haben sie sich aber nochmal umentschieden. Ja, ja. Oh Mann. So, ein bisschen chaotisch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Sie wollten eigentlich einen B-Split machen. Und dann ist Mantis aber nochmal Mitte hochgeschoben. Hat dann wahrscheinlich doch ein Argo angesagt. Sehr strange. Hey, Frags saßen ja eigentlich. Komische Runde. Damit muss Faculty eigentlich die CT-Pistole dann holen. Oh, sie rasten jetzt übelst aus. Gar nicht gesehen, was Mantis in der Piste gemacht hatte. Aber kleinen Druck hat er ja nicht gemacht. Nee, er wie gesagt, ein Split werden sollte. Naja, zwei standen halt Banane unten und drei gehen über Hass. Das sah schon ja, nach B-Split aus. Haben sie sich doch umentschieden? Ja. Obwohl sie da lang und den Shiba-Frag machen. Wäre also 3 gegen 1 am kleinen gewesen. Ja. Auf jeden Fall unverständlich. Kein Bombplant, somit auch 3 Ecos oder 2. Oh, sie kaufen wieder. Wie auf Mirage. Haben auch nur kleine Weste. Okay, diese hat große. Simon auch große. Der Rest kleine Weste. 3 Smokes. Haben wir dann schon ganz gute Smokes von der falschen Mitte. Zum A. Kann mir vorstellen, dass das dann so ein Go wird. Auf jeden Fall wieder so wie eben gekauft hat. Boah, schön. Boah, schöner Frack. Interessantes Doppel da auch. Dass der eine über den anderen drüber guckt. Jetzt halt, Faculty geht halt natürlich sehr oft klein, zumindest als Dizzy noch angesagt hat. Ja. Wäre readable, sag ich mal so. Aber wenn diese Amerikaner sich irgendwie mit Demos vorbereitet haben, haben sie natürlich ziemlich Pech gehabt, ne? Aber Sobo ist nicht wirklich am A da, steht auf Flash am B. Bin aber sehr B-lastig an sich. Und das die Runde muss an Faculty gehen. Ja. Ja. Kiko nur alleine dort, also die Runde muss, die sieht sehr schlecht aus für die Amerikaner. Kiko auch nur eine Bison. Nice. Also, direkt Headshot. Das spielt man auch auf gar keinen Fall, so wie die Amerikaner es gerade gespielt haben, aber es kann halt daraus resultieren, dass Faculty eigentlich immer klein geht auf Inferno. Das wie das eben irgendwie gut wussten. Gerade. Also gut für ein Faculty und schlecht von Denial. Ja. Da hat sich diesmal der Kauf ausgezahlt. Man hätte auch Waffen upgraden können bei den Amerikanern. Wie man hat Faculty ja den Kauf ohne Bombenplant auf Mirage auch schon durchgezogen. Und das obwohl sie großartig in Führung waren. Mhm. Also das scheint relativ normal bei Faculty zu sein. Ich meine, ich finde das prinzipiell nicht schlecht, gegen diese ganzen MP5s dann immer zu kaufen einfach. Ja, ich meine, geht halt auf, ne, wenn die Gegner nicht upgraden. Ja, upgraden ist auch schön. Ja, wir nennen das irgendwie mal Upgrade. Ja, ne, es passt ja sogar. Also. Jetzt werden Waffen gedroppt, dauert ein bisschen lange. Aber Faculty wird natürlich nichts Schnelles machen. Sowieso auf Inferno spielt man das ja relativ langsam durch.
Bombe ist falsch Mitte gedroppt, decken erstmal alles ab. So, haben jetzt auf jeden Fall schon mal das Haus eingenommen. Mal gucken, ob sie jetzt schon was spielen oder sich erst noch die Mitte holen. CDs stehen sehr, sehr defensiv. Auf beiden ja, Seiten. Wobei. Ja, einzig Sobo ist da ein bisschen genau. Aggressiv. Was? Oh, das sieht nicht unbedingt gut aus für Faculty. Vor allem jetzt kommt die Smoke und jetzt müsste man warten. Ja, also Faculty ist erstmal geblockt vom Go her, ziehen es dann aber trotzdem durch. Okay, und das kriegen drei Gold. Spieler. Der sieht nichts. Und Simon, ah, sehr schön. Sehr ja. schön. Aber da ist noch einer auf dem Spot, ne? Oh. Ja, der fällt auch. Klasse Frag von Simon. Smoke haben sie auch noch. Kommt jetzt her, sehr schön. Und wer deckt da Mitte? Mantis spielt auch gut, zeigt sich nicht. Einen sollte da auf jeden Fall Runde sieht machen. Sehr gut aus für Faculty. Sollten vielleicht jetzt schon sogar safen, oder? Ja, machen sie auch. Ja, machen sie auch. Schön. Aber trotzdem, Faculty ist in drei Leute reingelaufen und die waren noch oben im Teppich von der Smoke geblockt. Aber die Flashes waren richtig gut. Ich war ja auf dem Kiko drauf, der war richtig gut, ja. Der konnte nichts machen. Also die Ghosts sitzen zurzeit. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Vor allem dann auch den Spot-Spieler so schnell aus dem Spiel zu nehmen. Aber Faculty spielt auf jeden Fall ein bisschen anders als unter Dizzy noch. Wir nehmen viel auf den Großen. Bei die Strat, glaube ich, die hatten sie auch unter Dizzy, aber Dizzy geht halt doch sehr gerne immer gegen den kleinen Spot auf so gut wie allen Maps. CTs haben sich nochmal gelegt und kaufen hier was geht. Stehen aber wieder defensiv. Mal schauen, ob sie da eben, den Schalter umlegen. Das ist eben nicht gut gegen so ein Team wie Faculty. Denn Faculty ist ja, sag ich mal, nicht so ein Team, was den großen Einzelskill hat, der alles umschießt beim Einnehmen, sondern die sind ja das Team, was viel trainiert und was gute Goals hat. Ja. Ob man dagegen defensiv spielen sollte, ist vielleicht nicht so das perfekte Mittel. Jetzt gibt's die Amerikaner haben auch wenig Eier, nur noch halt. Wenn man das ja, mit Cash vergleicht. Zumindest diese hier. Ja, ja, klar. Ich meine nur die hier. Achso, ja. Nicht allgemein, ich sag immer Amerikaner, weil. Ja, nö. Nee. So einen komischen Namen. Also nicht generell, aber wenn man das jetzt mit Cash vergleicht, wo sie noch jede Runde zu dritt wirklich Mitte reingefeuert ja. haben. Ja, das stimmt. Sind sie jetzt schon ziemlich eingeschüchtert. Das tun du, sollten sie easy machen. Kirby, gute Pose. Den auf jeden Fall gut. Oh, er wird aber abgesmoked. Kirby wird abgesmoked, ja. Oh, er sieht halt auch nichts. Aber ist schön. Von Simon. Wichtig von Simon, ja. Kirby auch gehört. Schön durchgepusht von Kirby. Super gemacht. Drei Runden in Folge und jetzt spätestens sollten sie mal Echo haben. Jetzt werden sie auch eine machen. Ja. Also weil gerade in den Comments ein bisschen Verwirrung aufkam, also bis gestern hießen die noch Flaming, das Team, sind dann aber die Nile Esports beigetreten, spielen deswegen jetzt unter der Flagge. Es ist noch ein Haus angesagt werden. Ja. Aber Faculty wartet wieder sehr lange und geht jetzt erst klein. Und das ist eben zu spät. Mach mal die Map auf. Ja, die laufen schon. Alle dahin. Ja. Das ist wieder zu spät. Obwohl Simon da wahrscheinlich beide angesagt hat. Naja, den einen hat er halt geholt, den anderen hat er angesagt. Und guck's dir jetzt an einfach. Ich muss mir nur die Map angucken. Und es wird so traurig, wenn Faculty diese Runde verliert. Weil es einfach wieder schlecht reagiert ist, aber sie holt die Runde. Ah. Immer gut gegangen. Es fällt wirklich auf, dass es immer lange dauert. Ja gut, aber wärst du jetzt einfach A durchgefahren? Ich meine, Simon hat ja aus dem Contact, macht einen und kann einen ansagen. So, und dann? Ja, nein, aber wenn du wartest, dann musst du ja komplett das Tempo rausnehmen. Dann, aber Simon macht einen, geht dann down, wird gerefragt. Und es waren ja zwei im Haus. Ja, ja, es sah also aus, als konnte er beide ansagen. Das heißt, auf dem Kleinen können ja maximal zwei Spieler sein. Also entweder rennst du direkt klein drauf mit vier Leuten,
Da können sie nichts machen, wenn sie keine Waffen haben. Oder du, keine Ahnung, du nimmst halt komplett das Tempo raus, aber du kannst halt nicht 20 Sekunden warten, wie fackelt die hier, Ja. bis alle Gegner auf dem Kleinen stehen, Ja, okay, weil hast das du recht. jedes gute Team so spielen wird und dann draufgehen. Also, wie gesagt, sie müssen sich da entscheiden. Entweder sie ziehen das direkt durch nach der Ansage, Ja. oder komplett Tempo rausnehmen und dann was Neues aufbauen. Ah, okay, macht Sinn. So, jetzt Hier wieder sind wir die Geld. Awe. Jamie Sind also wieder Flibo. ganz defensiv, Naja, aber aber es steht zu diesmal viert am A. wollte ich auch gerade sagen. Und Factly schiebt jetzt B, das ist gar nicht so schlecht. Da steht nur Floatzig. Kirby wirft, glaube ich, dieses Smoke in die. In das Auto Und rein. noch ein kleiner Fake von Kirby. Oh, das ist aber gut gespielt diesmal. Wenn die So, Smoke und da ins Flossig Auto ist geworfen haben. blind. Ja, Er sieht schön, ne? nichts, er muss jetzt sterben. Nice. Und B wird easy eingenommen. Ja, das war traumhaft angesagt einfach. Sie haben zweimal diesen Action-Go gespielt, der hat zweimal funktioniert. Sie haben also extremen Druck auf dem Gegner. Das war echt gut, ja. Und dementsprechend spielen sie dann ein Fake, wie ich eben ja auf Mirage gesagt habe, hätten sie machen sollen. Diesmal machen sie genau das. Und es geht eben voll und ganz auf. Simon cool geboostet, also wenn sie da noch retaken wollen, macht Simon Jay jetzt ein paar Mitchell wollte da Kills. sogar bangen. Also nicht hoch bangen, aber runter. Ja. Boah, Schade, Kiko. Simon macht nur einen. Boah! Ja, die Runde ist GG dank dem Molotow. Ja, Hat von sie sich Dizzy wieder ins Molo wahrscheinlich. geworfen, Ja. wahrscheinlich, ja. Es ist Lol, echt der der Einzige, schießt der. einfach seinen Mate um. Der Einzige, der fast immer Molly hat oder sehr oft. Aber Ach, du schade, siehst, keiner dass Dizzy drauf. irgendwie nervös ist oder so. Er hatte doch alle Spieler down, warum ist er denn in die Bombe gelaufen? Keine Ahnung, weil er es eh nicht mehr geschafft hätte. Doch, auf Inferno überlebst du doch fast neben der Bombe. Also du kannst sogar, ich meine, du kannst sogar halt im Y stehen, wenn die Bombe Ja. Grill liegt und du überlebst mit 100 HP. Ernsthaft? Oder in der Ruine überlebst du auf jeden Fall. Er hätte halt nur ein bisschen T-Stück Okay, rausrennen müssen. das ist krass. Also auf Cache sah es eben so aus, als ist der Bombenradius mega groß einfach. Und die gehen überall down, aber auf Inferno ist ganz klein. Das stimmt. Große Sand überlebst du ja auch. Ja, genau, da bist du ja eigentlich auch fast neben der Bombe. Und das macht mit Kevlar, ich weiß nicht wie viel, 40 Damage? Ach, keine Ahnung. Vielleicht sogar nur 30. Naja. Boah. Oh. Was ist bitter jetzt? Boah, guck Aber mal. Runde Kiko noch schon falsch. offen. Naja, Kiko schon falsch in Mitte. Sie wissen echt genau, wo sie sind gerade. Aber wenn Faculty jetzt Mitte hochgeht, haben sie ja einen riesen Pech. Weil Kiko sagt jetzt an, sie kommen klein. Ja. Kommen auch klein, ja. Aber die Runde ist auf jeden Fall noch offen, würde ich Boah! sagen. Boah. Alter, was auf Ja. Simon drauf? Nee, leider nicht, aber ich hab's Hat gehört. rübergezogen. Ja, Zack sehr schön, drauf. Mann. Das Drücken auch wieder gut. Ja, wenn es einmal läuft, dann läuft es immer bei Ja, hast Spectrity. schon recht, ja. Hoffen mal, dass sie nicht einbrechen. Wieder einen Fußsitz bekommen? Starke Nade gegen Asmo. Faculty sehr viel Damage jetzt schon gefangen. Scheint wieder den Argo zu spielen. Die Nade steht wieder defensiv. Gefällt mir auch gar Aber nicht, dass diesmal jetzt. Doppelsand ist doch ein gutes Anti, würde ich sagen. Okay. Weil Faculty springt immer raus, die Action-Spieler kommen eigentlich immer verzögert. Jetzt gesmoked, aber wie gesagt, sind zu zweit im Sandkasten. Das ist ein gutes Anti. Boah, ja. Hast recht, das Ja. geht ultra gut auf. Krass, wenn man sie einfach Ja, haben sie auseinandergenommen. schön gespielt. Ja. Geht also auch mit defensiver Aufstellung. So, jetzt müsste man eigentlich einen Hasco spielen, oder? Wenn sie da sich mehr auf Action Sand konzentrieren, ist ja meistens dann Has
schwächer gedeckt. Ja gut, aber also ich sag mal so, das einzige, was die Amerikaner jetzt geändert haben, war der eine SWAT-Spieler ist halt auch in Sand gegangen. Jetzt ist er wieder auf Spot. Oh, B, also an sich spielt Faculty halt ziemlich gut so bis jetzt. Das Ding ist halt okay. Kann beide machen. Was sind schon zwei da? Aber es wird nur ein Fake, oder? Ja, es kommt drauf an jetzt. Aber die Runde sieht trotzdem noch gut aus. Ich meine, die CTs sind ja noch nirgendwo und Asmus sitzt im Y. Ja, schönes Smoke noch. Ja, war wichtig nochmal. Aber kriegt ihn leider nicht, aber trotzdem. Boah, hat den gar kein Damage gemacht. Jetzt sieht's gut aus auf jeden Fall. Da ist nur noch eine Flash. Boah, schön von Asmo. Boah, könnte sogar Ace machen. Schade. Noch kein Ace bisher gesehen. Also läuft gut. Letzter geht's helfen. Asmo ja, auf jeden Fall. Faculty macht ein ziemlich gutes Spiel. Das Einzige, was sie jetzt eben halt unbedingt mitgekriegt haben müssen, dieser Action Go wird nicht mehr klappen. Hm. Weil die Gegner eben dagegen ein Mittel gefunden haben. Und Simon, nice. Asmo hat am Anfang, glaube ich, seinen Move gemacht, da unter Dach. Eine Flash bekommen von hinten, einen gemacht. Den zweiten dann auch noch gesetzt. Runde gewonnen. Die Amis konnten aber nochmal investieren. Haben nochmal eine Aave. Die Amis einmal irgendwie aggressiv was spielen würden. Im Haus oder so. Ja. Eigentlich überhaupt auch kein amerikanisches Spiel, was die machen, ne? Wie gesagt, Amis eigentlich am Pushen und so, so wie wir es auf Cash gesehen haben. Ja. Oder einfach mal eine Aave kaufen und irgendwo reinrennen. Aber die kaufen hier eine Aave und stehen in der Biblio. Dann spielen sie doch nochmal in Action Go. Ja, aber es geht komplett auf, weil die Gegner wieder umgestellt haben. Ja. Oh, Action Fetzger. Raus, kommen sie easy raus. Erstmal Hass hinten die Arbe. Wird hoffentlich abgesmoked. Und Asmo holt sich zwei Frags am City-Spawn. Er ist hinter ihnen vom Kleinen. Ja, das dauert aber noch. Ja, aber die Runde sieht sehr gut aus durch Asmo, sag ich mal. Ja. Auch wenn jetzt alles Action kommt. Den muss er abschießen. Ja. So, hier haben wir eine Action. Das kommt eine gute AE von Asmo. Helfen wir in der letzte. Also wir haben eh kein Geld. Krass. Also ohne Pistol, jetzt schon 8 Runden. Guter Run auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, das gerade, ne? Mhm. Also sie haben nicht daraus gelernt, dass sie die Runde verloren haben. Sie haben dann im Endeffekt Riesenglück, dass da nicht wieder zwei Sandkasten stehen. Ich verstehe nicht, warum sie nicht einmal umstellen irgendwie. Sie haben jetzt eigentlich jede Runde defensiv gestanden. Ja, keine Ahnung. Also sie versuchen ja gar nicht offensiv zu decken im Endeffekt. Also wenn man jetzt sagen könnte, okay, defensiv klappt nicht, offensiv klappt nichts, dann lass halt mal reinrushen oder so. Aber ich meine, die versuchen es ja nicht mal ein bisschen aggro. Gut, jetzt spielen sie halt mehr eco-aggressiv, aber... Also viel zu schüchtern auch. Bin gespannt, ob sie nächste Runde mal was riskieren. Oder ein kleines Special spielen oder so. Schaden gemacht wurde, trotzdem nur eine Waffe verloren. 9-3. Und jetzt. Ich zweifle auch, dass die Amerikaner eine gute T-Hälfte haben. Mhm. Die waren ja auf Cache auch nicht unbedingt so gut als Terror. Haben wir auch als jetzt keine Ahnung. Gucken. Auf Mirage sowieso nicht. Oh, jetzt kommt eine Smoke Mitte runter.
Aber das. Ahnung. Okay, jetzt sind sie Jetzt immerhin am pushen sie Anfang der endlich Runde mal. vernünftig offensiv Ja. und probieren was. Pekkel, die hat allerdings eine coole Flash. Geh mal auf Kiko, er wird jetzt gleich blind sein und gekillt werden. Ja. Das siehst du. Er ist todesblind Blind und ist er auf jeden jetzt. Fall. Boah, krass, wie blind er ist. Okay, der eine hat ihn natürlich. Oh nein, jetzt laufen sie Oh, er vorbei. ist drin. Oh, sie checken es Ja, nicht und er aber er schießt macht auch nicht. nichts. Oh, jetzt kann er den Haus töten. Oh, jetzt läuft er nochmal weg. Wenn er einfach stehen bleibt, hat er halt Boah, Dizzy. knapp. Die Fläche ist wirklich vor diesem Holz explodiert, oder? Ja, aber das ist schon sehr standardmäßig. Also du siehst schon, dass diese. Okay, das ist natürlich auch schwierig bei den Amerikanern. Also für europäische Teams sind diese Flashes Standard. Ja. Eigentlich rechnet man damit und man weiß, dass man dort eben mal von der Flash gepickt wird. Aber gut, keine Ahnung. Die Amerikaner, also als Europäer, spätestens aus Tracks oder aus Matches, die du gesehen hast, kennst du es. Und in Amerika wird es dann wohl nicht Standard sein. Ja, kann gut Sonst sein. wäre er so nicht gestanden. Wie wirft man die ungefähr? Ja, also ich sag mal so, die Flash von Dizzy ist schlecht. Ich sag jetzt keine gute, aber es gibt noch wesentlich bessere. Also die von Dizzy wirft man, man steht zwischen T und CT-Haus Ja. und dann wirft man sie in den Balkon über Bande rein, sodass sie genau in diese, zwischen diesen Holzbrettern genau da drin auftitscht. Und so kann der Gegner sich eben nicht wegdrehen. Aber er könnte theoretisch in dem Eck stehen. Ist er dann trotzdem noch blind? Also egal wie er da drin steht, er wird blind. Außer er Echt? dreht sich halt um Ja, klar. gegenüber dem Holz. Braucht er dann halt einen Mate, der irgendwie spottet. Ja. Halt so haben die es ja auch an sich gemacht eben. Halt einer hat ja von Haus unten gespottet, der ist nur down gegangen. Sonst wäre Kiko wahrscheinlich gestorben. Mal, sie spielen immer noch defensiv. Agieren wieder null. Ja, und Fackel, die macht wieder dasselbe. Wir werden wieder Haus rausjumpen. Ne, diesmal machen sie Fake. Ah, sie machen so eine Art zweite Welle. Ist auch interessant. Ist auch eine gute Variante jetzt. Asmo. Oh, schön, der checkt den. Nein, der kriegt kassiert. War sehr interessant, aber Oh, Haus oben, Schneider. überhaupt keine Reaktion von den Gegnern. Haus oben, Die machen schön wieder Reflex Doppelsand. sitzt. Aber die Runde ist fast noch drin, sie haben aber keine Smoke. Wichtig von Kirby. Er hat halt nur eine Pumpgun. Boah, die muss er machen. Schön, viel HP, Ja, nice. das war's. Die Runde ist auch gewonnen. Wurde jetzt schon gegeben. 2-0 auf 11-3, das ist schon nicht schlecht. Auf jeden Fall. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie nach Cash nochmal so gut zurückkommen. Ah, vielleicht einfach auch, dass man daraus was mitnimmt. Dass Ja. man die Map einfach nicht gegen Amerikaner spielt. Und, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich fand Faculty nie schlecht auf Train. Ich weiß nicht, warum man das rausvotet. Das 2 kann ich nachvollziehen, aber Train. Warum dann das 2 gerade? Also, da ist Faculty schon echt verdammt schlecht, muss man so sagen. Okay. Also, ich weiß nicht, das ist schon. Gefällt mir gar nicht, wenn ich das so angucke. So spielt man die Map einfach irgendwie nicht. Ah, das wissen sie auch selber, dass sie da nicht so gut sind, sonst hätten sie es ja nicht rausgebotet. Nur auf Trainer, so, keine Ahnung. Mein Finals ist schon was her, aber da waren sie auch ziemlich gut gegen uns. So, Asmo gekillt. Rippen wieder eingenommen. Jetzt würde ich mir vielleicht Hess was wünschen. Und so noch gar nicht gesehen. Oh, sind aber zu viert am A. Da Ja, kommt keiner groß auch ran. schwierig. Trotzdem schwer, ja. Zwei im Spot. Oh, keine Halt Chance. eigentlich das perfekte Anti gewesen gegen das, was Fettel gemacht hat. Zwei im Spot Keiner sahen. kommt raus und sie haben einfach zwei im Spot, ja. Ja. Also es ist halt so random gewesen, ne? Weil sie hätten jetzt auch einfach wieder das mit dem Sandspringen spielen können. Ja. Aber jetzt kommen die drei Action, zwei stehen auf dem Spot, das ist schon mies dann. Damit rechnet man erstmal nicht. So, wenn sie die Pistole gewinnen, sollte es eigentlich gegessen sein.
denke, aber es ist auch so gegessen. Also, wir haben ja. Cache war noch so okay von den Amerikanern als Terror. Mirage kam ja gar nichts. Also, keine Ahnung, Fackelt ja doch eigentlich, wenn man das bis jetzt hierhin so sieht, wenn man mal Cache weglässt, wirklich zwei gute Maps abgeliefert. Also, ich gehe jetzt mal Ja. davon aus, dass die Map hier einigermaßen sicher zu Ende geht. Kann man auf jeden Deswegen. Fall sagen, ja. Fängt die relativ viel Equipment. Und es geht schnell durchs Haus. Da steht Sieht keiner, man auf soweit sieht man es Spot. nur on-spot. Aber sie haben Oh. zwei Smokes. Ja, das Boah, geht ist gut. schief. Boah. Diese konnte einen machen. Nice. Diese kann zwei machen. Ach, Lol. auch noch. Krasse Headshots mal Lol, wieder. von wo Dizzy gemacht, die Frags gemacht hat, von Boah. dort hinten. Ja. Heftig. Auf jeden Jetzt Fall. typische Szene. Sie machen alle Death, sie wissen. Oscar hat 1-on-5 gemacht im Kopenhagen. Schön Daraus haben gut. sie auf jeden Fall schon mal gelernt. Ach, stimmt, Das. war das in der Ja. Pistol oder so? Nee, nee, in der Pistole war es nicht, aber es war Ach hier ja, auch auf dem großen Spot. genau, ja. Ich kann mich Aber erinnern. der Erste hat es schon vergessen mit Kirby. Aber immerhin haben sie sich gemerkt. Es stand 15-14 für 3D Max. Und dann hat er 1-on-5 gemacht. Da stand ich sogar hinter denen. Das war. Ja, das ist schon Das war bitter. echt bitter. Heute noch ein Match? Ja, es geht noch weiter, ja. Bin ja Danach müde, ich habe noch. nur 2 Stunden geschlafen wegen dem Ui. Kopf. Danach ist auf jeden Fall Lower Bracket Runde 2. Also nochmal Faculty dann. Okay. Danach Ah, okay, das. 0:30 NIP gegen Very Games. Und danach, glaube ich, noch ein Boah, Faculty Match. gegen ESC können wir aber eigentlich auch noch machen. Das ist ein ziemlich Ja. geiles Spiel. Aber würde mich freuen, wenn du noch dabei bist, auf jeden Fall. Wenn das jetzt hier, sag ich mal so, gegen noch vor 11 Uhr oder so anfängt, dann passt das schon. Denke schon. Oder schon mal fix Vor allem Faculty abends gegen hin, ne? ESC wird doch toll anzugucken sein. Also wenn ich mich. Ich meine ja, sie haben ja das letzte Mal nur in Wien gegen ESC gespielt. Das war ja in 16-14, da stand ich ja auch hinter ihnen. Du wahrscheinlich auch irgendwie. Ja, War kann ziemlich sein. cool. Oh, fick die. Will direkt den Sack zu machen. Schön. First Check gesetzt, Damage gesetzt. Boah, die Frags fliegen hier. Da siehst du auch einfach, wie, keine Ahnung, die Stimmung ist gut im Team, Ja, das auf jeden Fall. Selbstbewusstsein ist da. Wir gehen einfach rein und schießen. Das hat man schon lange, lange nicht mehr gesehen, so. Bei Faculty. Ja gut, man darf es natürlich jetzt auch nicht überbewerten, weil, wie gesagt, ich sage immer noch, dass die Gegner der totale Schrott sind, Naja. die hier gerade spielen. Es ist auf jeden Fall das schwächste Team auf dem Event. Aber trotzdem, ich meine, sie hitten gut. Wenn die Stimmung jetzt gut ist, wenn sie davon einiges mit ins ESC-Match transportieren können, Natürlich gut, halt mit könnte was zwei so gehen. guten Map-Wins dann Richtung ESC zu gehen. Ich denke mal, bei ESC wird man auch einfach. Also, Faculty hat ja das 1 rausgevotet, ne? Ja, Und die ich 1, meine, D2. gegen ESC wird man weder D1 noch Cash spielen, sage ich, weil. Das wird ein. Die werden einfach beide rausgevotet, die Maps von den Ja. Teams. Das liegt Faculty dann auch besser auf jeden Fall. Obwohl, Cash könnte vielleicht gegen ESC gar nicht mal so schlecht sein. Was sagst du zu Mill? Wird die drin Also gelassen? bin ich kein Fan von. Ach so, stimmt, die ist ja. Die ist auch Ich noch dachte, drin. was ich allgemein zur Map Nee, sage. nee, wegen Voten. Keine Ahnung, schwierig. Also kann auch sein, dass sie rausfliegt, aber. Ich weiß auf jeden Fall, was ich komisch finde, ist, dass Faculty das 1 rausgevotet hat. Haben sie da nicht gegen Virtus Pro gewonnen? Ja, sie haben beide Matches innerhalb der Saison gewonnen, auf jeden Fall. Boah, sie haben echt Genau. die Bombe drauf. Mill Ja, weiß ich jetzt stimmt. gar nicht, was Faculty Aber, gegen ja, Mill. Moment. Also gestern haben sie das 1 gespielt gegen Curse. Da haben sie Ah, halt und auch dann lief es verloren. wahrscheinlich scheiße, Ja, ne? deswegen haben Da sie jetzt dachten sie sich. rausgevotet, genau. Aber gegen ESC werden sie es vielleicht nicht rausvoten. Ja, Und das kann gut sein. dementsprechend wird ESC das rausknallen und ja. Aber ESC hat auch beide Matches gewonnen auf Dust 1. Ja, Das ist okay. interessant, die Votes Das auf jeden eins wollen wir Fall. natürlich nicht sehen, so, aber. Ja. Naja, mal abwarten. Ich denke mal, dass man einfach drei normale Maps sehen wird bei den Teams.
Wobei, über Mill würde ich mich schon freuen. Wäre cool anzusehen. Ich bin überhaupt kein Fan halt von der Map. Nee? Also, ich verstehe halt auch nicht, warum es noch keinen Tuskan gibt. Oder ja, weil der Brute da ziemlich. Ja, keine Ahnung. Lässt sich halt Zeit oder hat halt keine Zeit, da weiterzumachen. Ja, oder er hat halt irgendwie, gibt die Rechte nicht weiter oder so. Dann macht doch jeder an einem Tag so eine Map, oder nicht? Naja, Quatsch. Das ist schon ein enormer Aufwand. Ja, okay, aber echt? Ja. Also, das sieht mir irgendwie komisch aus, dass die nicht kommt. Ich hab mal die neue Season gespielt, aber wer das gemacht hat, das ist auch wieder... Die neue Season? Also, ja, in Go halt. Ja, normale Season halt, ne? Also, ich kenne halt, ich kenne ja, aber die ist ja auch noch in der Beta, oder? Die kann nicht offiziell sein. Die Map ist nämlich total rotze. Was? Echt? Ich finde sie super. Ferkel, die gewinnt aber ja erstmal. Gratulation zumindest. Ja. Aber warum...